keine Zeit für fromme Leute. Wohnst du noch oder lebst du schon? Da sagt der Großgrundbesitzer oder der König, verwaltet mein Guthaben. Und als er zurückkommt, haben zwei Verwalter das Guthaben effektiv eingesetzt und erhöht. Ein Verwalter war ängstlich, bewahrte aber das Guthaben sicher auf. Der König freute sich über die zwei effektiven Verwalter und holte sie in die engere Beziehung zu sich. Dem dritten Verwalter wurde sein Wirken aufgehoben und der König schickte ihn ins Ungewisse. Gott gab uns ein irdisches Leben. Und jetzt können wir damit wuchern. Aber was bedeutet dies? Vielleicht dies. Einsamer Ritter findet auf dem Weg einen sehr stark verwundeten Menschen. Und die Bibelgeschichte sagt aus, dass nicht sein Helfen das Vorbild ist, sondern seine Barmherzigkeit, die sich im Helfen ausdrückt. Dieser Samariter bewohnt nicht nur ein irdisches Leben, sondern Barmherzigkeit ist sein Leben. Er bewohnt nicht nur seinen Körper, ist eine Weile auf der Erde und hilft hier und dort, wo er kann, sondern sein Leben führt an der gegebenen Stelle zu Leben für den nächsten Bedürftigen. Und dies konnte gelingen, weil der Samariter das Barmherzigkeitsleben hatte. Woher ich das weiß? Lies doch nach Lukas 10, 30 bis 37. Wohnst du noch oder lebst du schon?